der erfolgreichen Buchung von Zoom X Phone erhalten Sie mehrere Mails mit Bestellbestätigung für die Lizenzen und eine Aktivierungsmail von Zoom. Durch das Aufrufen des Links in der Aktivierungsmail landen Sie auf der Zoom-Seite zum Aktivieren Ihres Zoom-Accounts. Bitte vergeben Sie für den Hauptbenutzer den Vornamen, den Nachnamen und ein sicheres Passwort. Im Anschluss erhalten Sie zur Bestätigung eine Mail, dass Ihr Passwort gesetzt wurde. Sie können sich direkt bei Zoom mit Ihrer Mailadresse und dem gerade vergebenen Passwort anmelden. Sie landen zunächst auf der persönlichen Profilseite Ihres Benutzers. Bitte gehen Sie zur Telefonsystemverwaltung Setup, um die Telefoniefunktion in Ihrem Account zu aktivieren. Wählen Sie Einrichtung Beginnen, um die Aktivierung durchzuführen. Wählen Sie das Land Deutschland. Die Durchfahreinstellung können Sie belassen. Geben Sie im nächsten Schritt die Adresse Ihres Unternehmens an. Diese wird als Standard für die Notfalladresse hinterlegt. In Deutschland wird diese nicht für das Notrufrouting verwendet. Es wird die Ortsnetzkanzlei zum Anrufrouting für Notrufe verwendet. Gegebenenfalls schlägt Zoom eine Adresskorrektur vor. Diese können Sie bestätigen oder ablehnen und durch Speichern fortfahren. Im Anschluss der Aktivierung landen Sie in der Benutzerübersicht der Telefonsystemverwaltung, in der der Hauptbenutzer als erstes automatisch angelegt wurde. Gehen Sie zu Kontoverwaltung, Kontoprofil, um die Daten zur Verknüpfung mit dem Company Flex abzurufen. Kopieren Sie sich die Kontonummer und die Mailadresse des Kontoverantwortlichen, da Sie diese zur Verknüpfung mit dem Company Flex benötigen. Melden Sie sich im Business Service Portal BSP an. Dort müssen Sie Ihren Company Flex hinzufügen. Nachdem Sie diesen hinzugefügt haben, wählen Sie Festnetzverträge administrieren. In der Übersicht sehen Sie Ihren Company Flex Anschluss. Wählen Sie den Company Flex aus und wählen Sie Company Flex konfigurieren. Mit Weiter wechseln Sie in die Administrationsoberfläche des Company Flex. Das Pop-up für die Infotour können Sie durch Schließen überspringen. Richten Sie zunächst einen SIP-Trunk ein. Vergeben Sie einen Namen für den SIP-Trunk, zum Beispiel Zoom X Phone. Als nächstes wählen Sie die Dekade oder Einzelrufnummer aus, die Sie dem SIP-Trunk zuordnen möchten. Diese Rufnummern werden im Anschluss in Ihr Zoom-Account hochgeladen. Sie können mehrere Dekaden oder Einzelrufnummern durch das Gedrückthalten der Steuerungstaste auswählen. Durch die Hinzufügen-Schaltfläche werden diese in den SIP-Trunk übernommen. Im nächsten Schritt können Sie optional dedizierte Kontaktinformationen für den SIP-Trunk hinterlegen. Sie können für die Bereitstellung des SIP-Trunks ein Datum in der Zukunft wählen. Durch Wählen von Anlegen wird der SIP-Trunk zum gewünschten Datum angelegt. Lehnen Sie sich die Informationen in dem Pop-up durch und wechseln Sie zur Startseite durch das Wählen der Schaltfläche. Gehen Sie nun zu UCC Partnerprodukte. Gehen Sie zur Box Zoom X Phone und wählen Sie das Produkt durch die Schaltfläche. Nach wenigen Sekunden ist das Produkt ausgewählt und durch Neuladen der Seite können Sie mit der Konfiguration fortfahren. Nachdem Sie die Seite neu geladen haben, starten Sie nun die Konfiguration des UCC Partnerprodukts, um Ihren Zoom-Account mit dem Company Flex zu verknüpfen. Geben Sie die zuvor kopierten Daten Ihres Zoom-Accounts in die Eingabefelder ein. Bei Zoom-Kontonummer geben Sie die Kontonummer ein und bei der Master-E-Mail-Adresse geben Sie die Mail-Adresse des Kontoverantwortlichen ein. Über die Schaltfläche starten Sie den Prozess zur Verknüpfung Ihres Company Flex mit Ihrem Zoom-Account. Warten Sie nun einige Sekunden und laden Sie die Seite neu, damit der Rufnummernstatus grün ist und der Status provisioniert ist. Damit ist die Verknüpfung abgeschlossen. Gehen Sie nun zum unteren Teil der Seite, zu SIP-Trunk Zusatzpakete verwalten, um den SIP-Trunk zu verknüpfen und um damit den Rufnummern-Upload anzustoßen. Wählen Sie auf der nächsten Seite bei Zoom X Phone buchen. Sie können wählen, ob Sie alle parallelen Gespräche dem SIP-Trunk zuordnen möchten oder nur eine Auswahl. Pro parallelen Gespräch fallen 10 Euro an. Durch Buchen bestätigen Sie die Auswahl. Lesen Sie die Hinweise im Pop-up-Fenster durch und bestätigen Sie diese durch Fortfahren. Damit wird das Zusatzpaket dem Warenkorb hinzugefügt. Im nächsten Pop-up wechseln Sie durch das Wählen der Schaltfläche zum Warenkorb, um die Buchung abzuschließen.
Das Zusatzpaket mit der ausgewählten Anzahl an parallelen Gesprächen ist dem Warenkorb hinzugefügt. Durch kostenpflichtig Bestellen führen Sie den Auftrag aus. Wechseln Sie zurück zur Startseite und gehen Sie erneut zu UCC Partnerprodukte. Wechseln Sie zur Konfiguration des UCC Partnerprodukts. Gehen Sie zum unteren Teil der Webseite, um den Status zur Bereitstellung des Zusatzpakets zu prüfen. Nach einigen Sekunden mit dem Neuladen der Seite wechselt der Status auf grün online. Damit wurden die ausgewählten Rufnummern in Ihrem Zoom-Account hochgeladen. Wechseln Sie in Ihren Zoom-Account, um Rufnummern den Benutzern zuzuweisen. Gehen Sie dazu auf Telefonsystemverwaltung, Benutzer und Räume. Markieren Sie Ihren Benutzer und wählen Sie Pakete zuweisen. Im Pop-up-Fenster wählen Sie die Lizenz Zoom Phone Pro und bestätigen Sie es mit der Schaltfläche. Wechseln Sie zu Telefonsystemverwaltung, Rufnummern, um dem Benutzer eine Rufnummer zuzuweisen. Wählen Sie den Reiter Nicht zugewiesen, um nun zu Ihren soeben hochgeladenen Rufnummern zu gelangen. Wählen Sie Zuweisen zu bei der gewünschten Rufnummer. In dem Pop-up-Fenster suchen Sie nach dem Namen des Benutzers. Durch OK bestätigen Sie Ihre Auswahl und weisen die Rufnummer dem Benutzer zu. Wechseln Sie zurück zur Telefonsystemverwaltung Benutzer und Räume, um die Zuweisung zum Benutzer zu verifizieren. Nach dem Start bzw. Neustart des Zoom-Clients erscheint bei dem Benutzer der Reiter Telefon. Unterhalb des Wahlfeldes erscheint Ihre zugewiesene Rufnummer. Sie können sofort ein- und ausgehende Anrufe durchführen und mit der weiteren Konfiguration in Ihrem Zoom-Account fortfahren.